Servus. So, was macht man? Also allererste Amtshandlung ist, da hinten den Ableger füttern. Ganz wichtig, wenn sie jetzt wirklich in den Trachtlücken, jetzt ist die Honigsaison vorbei, jetzt ist das mit den Ablegern, also bei mir hier, ich habe hier Drohnen ohne Ende. Es ist nur der normale Betrieb, jetzt kommt so ein bisschen Leppertracht, die machen weder Plus noch Minus. Aber ihr müsst wissen, wenn ihr jetzt so einen Ableger macht, dem fehlen die Flugbienen. Also die meisten Arbeiterinnen, also Flugbienen, fehlen da noch, weil die kümmern sich ja um die Brut. Aus dem Grund füttern, ja, füttern. Ableger, die keine Königin haben, ganz wichtig, werden bei mir immer mit Teig gefüttert. Die kriegen kein Flüssigfutter, nur mit Teig. Sobald eine Königin da ist und stiftet, das ist wichtig. Also ich warte in der Regel so, bis dass die erste Brut verdeckelt ist. Das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, meistens ist dann auch schon, kommt langsam so ein regulärer Flugbetrieb her. Dann ist das Flugloch auch schon besser bewacht. Natürlich das Flugloch immer klein halten. Und das wäre erst der Punkt, wo ich mit Flüssigfutter rangehe. Und da ist es mir wirklich egal, ob das gekaufte Sirup ist oder ganz normal Zuckerteig. Ja. Jetzt schnappen wir uns das mal. Jetzt haben wir ins Wasser gelegt. Mein Gott, na. Ah. Und schauen wir mal darüber, ja, was der macht. Da werden jetzt noch einige Folgen. Ich habe hier ein neues Spielzeug. Sehr cool, ein Gimbal. Da wackelt jetzt nichts mehr. Ja. Da wackelt einfach jetzt nichts mehr. Jetzt kann ich auch mit euch rumlaufen, ohne dass ihr danach besoffen seid. Ja. So, jetzt warte mal. Ich drehe das Ganze. So. Wenn wir das jetzt so anschauen, das Volk, das ist jetzt ein kleiner Ableger. Der hat ja nur 5 Waben. Erstens mal wäre das jetzt für mich schon ein Problem, dass ich da jetzt eine Futtertasche reinbringe. Und deswegen haben bei mir alle Ableger, ob selbst gebaut oder nicht vom Deckel her, immer so einen Deckel in der Regel. 2 Leisten, ein Gitter hier. In der Regel ist unten auch nochmal ein Gitter und hier dieses Loch. Und dieses Loch, das brauchen wir jetzt. Ich stelle euch mal hierher. So, ich stelle schon die Kamera ein. So, dieses Loch brauchen wir. Und jetzt haben wir diesen Futterteig. So, wie mache ich das? Ganz einfach. Ich habe hier diese Teile hier. Die sind wirklich nicht schlecht. Die sind wirklich nicht schlecht. Jetzt weiß ich ja, wenn ich jetzt das mittig machen würde, würde ich auf dieses Loch nicht kommen. Also hier ungefähr. Also, erstmal mit dieser Seite vorperforieren. So. Abziehen. Da haben wir noch nicht weit genug. Ja, der Teig ist sehr weich. Okay, dann will es nicht so, wie ich will, aber das passt mir so auch. Dann drücke ich hier den hier rein. Nur aufpassen, dass es hinten nicht durchdrückt, auf der Rückseite. Aufpassen. Dann öffnen wir hier dieses Spundloch, legen das Teil hier hinter, legen das hier drauf. So, das war's. Den habe ich gestern erst gemacht, den Ableger. Ja, deswegen aus dem Grund mache ich ihn auch noch nicht auf oben. So, Deckel wieder drauf. Den Rest macht die Sonne im Prinzip, weil sobald ja, der Teig, der Deckel drauf drückt, drückt den Teig ein bisschen auseinander und dann passt der perfekt da rein. Fertig. Also das ist für mich immer, da schaue ich extrem drauf mit Futter. Auch bei dem Mini Plus, egal was, die haben jetzt alle schon Futter drauf, die werden gefüttert. Mir fehlen leider 2 Futterzagen für die Mini Plus. Ist aber gar kein so ein Problem. Die etwas stärkeren Mini Plus, die werden einfach mehr gefüttert. Da habe ich ein Absperrgitter drin, wie so ein Honigraum. Und ich ernte das dann im Prinzip, nur nicht für mich, sondern für die anderen Ableger. Das ist gar keine so dumme Idee. Das ist auch jetzt um die Zeit, wenn man die Honigräume abgeräumt hat und man sagt, hey, ich bräuchte noch ein bisschen einen Puffer. Ich bräuchte noch ein bisschen einen Puffer für Ableger oder sonstiges. Dann setze ich im Prinzip die Honigräume wieder auf. Bei einem Volk setze ich den Honigraum wieder auf. Nur, dass der halt nicht für mich ist, sondern rein für die Bienen. Dann fütter ich auf und das richtig zacki zacki, also die kriegen dann einen schönen Futterstrom.
lasse die einlagern, nach 2 Wochen kommen die Rämchen dann raus und die lagere ich ein für die Ableger oder ich verwende sie direkt für meine anderen Ableger. Weil Ableger füttern ist immer wirklich so eine Sache. Die haben zwar jetzt theoretisch so viel, dass sie für 2, 3 Wochen auskommen, aber ja, lieber, vor allem der Futterstrom, das ist wichtig, der permanente Futterstrom, und das haben sie jetzt, das habe ich wieder sichergestellt. Und apropos, ich weiß ja nicht, was da manche hier für ein Problem haben mit dem Völkerverstellen, also mit den Ablegervölkerverstellen, ein 3-Waben-Ableger. Ich will mich für gar nichts jetzt irgendeiner Diskussion einlassen, ja. Aber mal so ein Tipp in die Runde, wie schaut es denn aus mit Anbrüter? Gängige Methode in der Königinnenzucht, Anbrüter. Ich zum Beispiel erstelle keine geschlossenen Anbrüter mehr. So geschlossene Anbrüter. Ah, 1,5 Wochen verschlossen, zum Teil. Die Imker. Aber naja, es sind manche Leute, sind einfach, die brauchen das und können einfach mit Ablehnung nicht leben, beziehungsweise denen tut das weh, anscheinend. Ja. Wenn jemand einfach sagt, ich will mit dir so nichts mehr zu tun haben, wenn die da meinen, die muss dann so laufen, können sie gern machen. Also von mir wird es da nichts mehr dazu geben. Ich brauche mich nicht rechtfertigen. Ja. Ist einfach so. So. Oben haben wir schon abgeschleudert. Jetzt steht an, hinten. Da hinten. Da muss ich unbedingt mein Zuchtvolk, die Segeberger, den Ableger darunter und das Dadant-Volk und das Kameravolk muss ich auch abschleudern. Die fressen mir jetzt den Honig wieder raus. Gut, ist jetzt nicht so dramatisch, ja, aber muss ja nicht sein. Schleudere ich den ab, dann werden die aufgefüttert und ich höre ja jetzt, natürlich ist es, wenn es möglich ist, sollte man jetzt sofort behandeln. Man sollte wirklich, wenn es wirklich möglich ist, sofort behandeln. Aber einfach stur immer zu sagen, jetzt müsst ihr behandeln, ist, finde ich, in meinen Augen irgendwie eine Schwachsinnsaussage. Weil wenn ich jetzt hier bei meiner Lage, ja, sogar bei denen, die hier da unten stehen, wenn ich da jetzt eine Ameisensäurebehandlung, wenn ich die jetzt da mache, ja, und ich hänge da den nassen Heider rein, bei 34, 35 Grad, die wir jetzt dann haben, ja, da muss ich sagen, dann würde ich meine Völker in den Tod schicken. Ja. Dann würde ich wirklich meine Völker in den Tod schicken. Bitte schaut auf den Wetterbericht. Idealerweise so um die 25 Grad. Es ist sehr, sehr gut. 30 geht Grad noch so, da merkt man, die Völker, die blasen extrem. Da geht mit geschlossenem Gitterboden eh gar nichts mehr dann. Und bei 34, 35 Grad sind die Völker dann in der Regel, ja, die sind tot oder die Königin hat einen Schaden. Und das muss nicht sein, ja. Hoppala, falscher Kopf. Das muss wirklich nicht sein. Ja, also bitte, arbeitet mit Verstand, lasst euch da nicht stressen, lasst euch da nicht hetzen. Beobachtet eure Wetterbericht, schaut auf eure Völker. Das muss einfach alles zusammenpassen. Ja. Man kann nicht einfach stur, weil jemand schreit, jetzt behandeln, sofort behandeln. Ich persönlich bin halt bei mir hier in der Lage, ich kann jetzt nicht behandeln. Ja. Ich habe jetzt im Moment sogar die Königinnenzucht eingestellt. Also ich habe jetzt keine mehr umgelarvt. Die, wo ich jetzt noch habe, die schlüpfen in 4 Tagen. Ja, da schlüpfen nochmal 30 Stück. Und dann setze ich jetzt für 5 Tage aus. Durch das, dass ich im Wetterbericht gehört habe, also beziehungsweise wenn ich meinen Wetterbericht, ich habe extra explizit nachgeschaut, weil es im Radio hieß, es kommt eine extreme Hitzewelle auf uns zu. Und dann haben wir das mal angeschaut und es sieht wirklich so aus, als ob es Mitte, Ende nächste Woche hier wirklich ein extremes Hoch kommt und wir haben im Durchschnitt 40 Grad. Ja. Und das soll man angeblich eine Woche nur haben. Ja. Aber wenn ich jetzt meine Apideas bei 40 Grad frisch bilde, das will ich den Ladies nicht antun. Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich würde das auch den Ableger nicht, das will ich nicht. Deswegen, die stehen jetzt alle so, dass ich im Prinzip beschatten könnte. Der Vorteil ist, Nachteil und Vorteil ist,
Alles, was so ungefähr bis 1 Meter Höhe bei mir am Berg ist, ist relativ gut, weil da permanent ein Windzug ist, permanent von hier vorne. Das kommt relativ kühl, also es ist wesentlich kühler hier unten, wie wenn man sich hinstellt. Das merkt man definitiv. Und nachts kommt die Kühle von oben wieder, also das geht. Für die Völker ist das anscheinend überhaupt kein Problem. Und da ist es wirklich, habe ich festgestellt, egal ob Boden offen oder zu. Die Hitze an sich selbst macht den Völkern gar nichts, überhaupt nicht. Das Einzige, ich will bei dieser Temperatur ganz sicher keine Ameisensäurebehandlung machen. Aus dem Grund stresse ich mich da jetzt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich fütter jetzt, normal fütter ich ja Ameisensäurebehandlung, füttern und so weiter und gehe dann zack, 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 sehr, sehr präzise durch. Bin noch 4 Wochen durch mit der Behandlung, mit dem Füttern, mit allem. Aber wir sind halt noch sehr, sehr früh im Jahr. Aus dem Grund, die sollen jetzt machen, die haben jetzt Futter bekommen, 10 Kilo, jedes Volk, ohne Probleme. Die haben ja ihre Honigräume noch, die schleudere ich dieses Wochenende ab, entweder heute oder morgen. Die kriegen dann auch die 10 Kilo. Und dann schauen wir mal, was das Wetter bringt. Wie gesagt, Königinnenzucht ist eingestellt, das Umlaufen, weil ich da einfach keinen Sinn drin sehe. Mein Anbrüter, der kann auch kühlen, ja. Ja, der hier oben steht, der kann auch kühlen, aber muss ja nicht sein. Ich will ja hochwertige Königinnen. Das ist auch der Grund, wieso dass meine Apideas nicht nur da drin sind, sondern auch da oben hier im Wald, mitten unter den Bäumen. Da ist einfach schon ein Tick kühler wie sonstiges. Und wenn ihr Apideas aufstellt, ja, ich komme voll vom Thema ab, ist völlig, ich wollte eigentlich ablegen, aber ist ja egal. Wenn ihr die aufstellt, achtet da wirklich drauf, dass die ein bisschen schattigen Platz haben. Ja. Ihr merkt es, die sterben nicht, aber die ziehen aus. Die ziehen aus mit der Königin. Also wenn ihr so Apideas habt, die da mitten in der Sonne stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Königin Begattungsflug macht, kommt wieder zurück und seltsamerweise 2 Tage später oder 1 Tag später zieht das Volk aus. Also das Volk, Volk kann man ja nicht sprechen, das Apidea. Ja, das fliegt sich leer. Aus dem Grund schaut es, dass die in einem schattigen Platz stehen. Komischerweise, wenn die Umgebungstemperatur warm ist, ist gar nicht so dramatisch, weil das ist ja überall so, nur die Sonne. Die mögen Apideas, wenn die in der Sonne stehen, habe ich festgestellt, ist nicht so gut. Außer es ist relativ spät im Jahr oder früh im Jahr, wo es noch nicht so warm ist. Ja. Kann aber auch, also funktioniert auch, aber man, wenn ihr das schon mal öfters gemacht habt und ihr schaut dann eure Apideas durch, dann werdet ihr feststellen, dass dann einige einfach ausgezogen sind. Die sind an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das machen in der Sonne, ist einfach höher wie im Schatten. Ja. Da mache ich Feierabend, also Feierabend, da machen wir Videoende, weil ich muss jetzt noch da ran, da hinten. Da ist heute noch richtig Arbeit und ich muss noch an einen anderen Stand, da muss ich auch noch, da ist auch noch richtig Arbeit und an einen anderen Stand. Aber dann haben wir es. Dann sind wir durch. Jetzt muss ich da oben, jetzt wo ich gerade so da sitze, jetzt sehe ich da oben. Ja, oh, falscher Knopf. Da oben, da steht auch noch Apidea und, oh, falscher Kopf, ja, da muss ich mir noch einfinden, aber das Ding ist cool, das Ding ist wirklich cool. Dann sage ich tschüss, wir sehen uns.